Chefin Sibylle. Ach, Mensch, toll. Du, ich hätte ja nicht geglaubt, dass du je wieder laufen kannst. Das mit der Bandscheibe war schlimm, das kannst du mir glauben. Ich bin sehr froh, wieder bei euch zu sein. Mensch, wir doch alle. Weißt du, die Kasse 12, die habe ich ja auch nur wegen meinem Rücken gekriegt. Ach so. Ja, da kann ich mal sitzen. Und du? Hiltrud Rischmüller? Ich kriege keine Kasse. Aha. In einer halben Stunde mehr dazu. Du bist nicht begeistert, mich wiederzusehen, Ernst? Ich habe einen Kollegen mit ein bisschen mehr Erfahrung gewünscht. Entschuldige bitte. Ich habe hier immerhin 15 Jahre als Verkäuferin gearbeitet. Ach was, vergiss es. Geh wieder nach Hause. Ich denke nicht daran. 15 Jahre lang war der Kunde für dich König. Aber jetzt ist er nur noch ein lausiger Ladendieb. Und glaub mir, das da draußen, das ist Krieg. Und wie du es drehst und wendest, der Dumme bis am Ende immer du, liebe Sibylle. Ach, was rede ich, mach doch, was du willst. Und? Jetzt? Abwarten, Frau Rischmüller. Frau Päffgen! Herr Peters? Ich habe Ihnen einen Stuhl besorgt. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Falls die Bandscheibe schlapp macht. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben, Ihr Kollege Fuchs und ich, wir sind immer für Sie da. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Das ist aber mal ein schöner Mantel, den Sie da tragen. Darf ich mal sehen? Und erst die Jacke. Was tun Sie denn da? Die Bluse dazu. Ich bin begeistert. Trägt sich aber sicher gut. Detektivin, die Päffgen, finden Sie? Ich würde den BH aber nie über der Bluse tragen. Wie kommen denn die Schlüpfer dahin? Keine Sorge. Passiert mir auch manchmal. Na? Gabi Leim. Ja, hallo hier. Du hör mal, die neue Damenkollektion ist eingetroffen. Komm doch heute Nachmittag mal vorbei. Hiltrud, Kasse bitte. Donnerwetter, Frau Päffgen. Ja, und die Ware? Trägt die Kundin schon am Leib. Ach so? Ist ja kalt draußen. Und hier noch 89,95. 437,40 Mark. Schecks nur bis zu 400, ansonsten zwei. Einer reicht. Mit Bundespersonalausweis. Wenn Sie bitte die Nummer notieren. Wo sind die? Oha. Aller Anfang ist leicht. Sehen Sie kurzatmig? Fühlen Sie sich schlapp? Würden Sie den Gang zur Waage? Dann besuchen Sie doch unsere neu eröffnete Sport- und Fitnessabteilung in 5. Stock. Wir bringen Sie wieder in Schwung. Ich habe wirklich keine Zeit. Was ist denn los? Es tut mir leid, aber ich habe gesehen, wie Sie zwei Hemdblusen in Ihrer Handtasche verstaut haben und ich würde ganz gern einmal den Kassenbon dazu sehen. Kommen Sie dazu. Mein Name ist Sibylle Päffgen. Ich gehöre zum betriebseigenen Überwachungspersonal und bin laut Hausordnung dazu. Das ist ja wohl eine Riesenschweinerei. Wollen wir nicht doch lieber oben? Nee, sollen ruhig alle sehen, wie Sie in diesem Saftladen die Kunden behandeln. Bitte schön. Kramen Sie ruhig drin rum. Was ist sowas?
Was? War schon peinlich. Kriege ich jetzt eine Entschuldigung? Ja, natürlich. Entschuldigung. Sibylle? Bist du okay? Ja, danke. Ich muss mich nur entschuldigen. Ach Mensch. Das kann doch jedem passieren. Ich habe meiner Kundin auch 50 Mark ausgegeben. Aber sie hat behauptet, sie hätte mit dem 100er bezahlt. Das war ein Aufstand. Am Ende hat sich die Kundin bei mir entschuldigt. Es war ihr alles schrecklich peinlich und sie ist gegangen. Ich habe dann die Kasse zugeschoben und den 100-Markschein gefunden. Und da habe ich mir geschworen, das passiert dir nie wieder. Du lass mal gut sein, Sibyllchen. Können das ohne Aufsehen, oben in meinem Büro, ich weiß. Da darf gerade jemand hin. Wissen Sie was? Ich will jetzt hier mal den Geschäftsführer sprechen. Bitte beruhigen Sie sich. Was haben Sie gegen mich? Warum verfolgen Sie mich? Sibylle? Kann ich dir irgendwie helfen? Diese Frau will mich fertig machen. Jedes Mal, wenn ich hier einkaufen gehe, werde ich von ihr als Ladendiebin verleumdet. Entschuldigen Sie, aber ich habe genau gesehen, dass Sie eine dunkelblaue Clubkrawatte in Ihre Tasche gesteckt haben. Wozu brauche ich eine Clubkrawatte? Sie eine dunkelblaue Clubkrawatte? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich habe sie mir in die Tasche gesteckt. Bitte, ich habe es nicht anders gesehen. Na, dann holen Sie sie bitte auch wieder raus. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Möglich. Siehst du, hab ich dir doch gesagt. Lass mal gut sein, Sibylle. Das Haus entschuldigt sich. Das ist der Kollegin passiert. Aber was glauben Sie, was bei uns alles geklaut wird? Sibylle, du darfst dich aber auch nicht so unter Druck setzen. Denk an deinen Rücken. Ich meine, sowas ist auch psychosomatisch. Aber ich bin doch nicht irre. Naja, manchmal hat man eben Pech. Wenn wir Glück haben, beschwert die sich nicht bei der Geschäftsführung. Ha! Da. Ich meine, das kennt man ja. Erst wollen sie sowas unbedingt haben und drei Schritte später fällt ihnen ein, dass sie sich das überhaupt nicht leisten können. Tja, ja. Die weiß genau, wo die Kameras sind. Warum klaut sie die Krawatte und lässt sie dann gar nicht mitgehen? Da draußen, das ist Krieg. Aber du überlebst ihn, wenn du rechtzeitig den Kopf einziehst. Du hast dich sehr verändert, Ernst. Ich habe aufgehört, besser zu sein, als ich bin.
Was wird da gespielt? Heute wieder flauschig. Unser Preisknüller. Die leicht lockere Stoffdecke für Sommer und Winter. 119,99 €. Dokumentiert. Ja, ein Ledergürtel. Wieso? Ah, Sie sind noch im Haus. Das ist gut. Ihr Bon. Ah, danke. Mein Bon. Sie haben mich vor dem Gefängnis gerettet. Entschuldige bitte, Sibylle, aber die Kundin hat vor einer Stunde bei mir einen Ledergürtel umgetauscht. Irgendwie machen Sie meine Kollegin ganz irre. Tut uns leid. Mir auch. Frau Päffchen, ich muss mit Ihnen was besprechen. Eine Kundin hat sich bei mir beschwert über Sie. Sie blamieren mich und das Kaufhaus bis auf die Knochen. Aber bleiben Sie um Himmels Willen von dieser Frau weg. Dreimal haben Sie die Kundin belästigt. Ich hatte doch den Fotobeweis, wie Sie... Die Dame hat einen Ledergürtel umgetauscht. Aber ich habe doch mit eigenen Augen... Dann schauen Sie in Zukunft weg! Weg. Weg! Weg! Diese Kundin gibt es nicht mehr für Sie. Bis morgen, Frau Päffchen. Die Kundin verlässt bitte ungestraft das Kaufhaus. Ungehindert. Besser vielleicht bitte ungehindert das Kaufhaus. Es ist eine Anweisung. Sibylle, tu's nicht, bitte. Draußen ist sie jenseits meiner Verantwortung. Auf der Etage ist, deponiere ich die Sachen in ihrem Spind. Das Gesicht von der Päffchen würde ich gerne sehen. Wenn sie ihren Schrank aufmacht und dem Peters fallen die geklauten Klamotten vor die Füße, dann ist die Päffchen erledigt. Und wir zwei legen es richtig los. Aufwachen! Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Das sehe ich. Jetzt brauche ich einen Kaffee
Und du, glaube ich, auch. Ja, muss das sein? Die Rischmüller beklaut uns mittels einer Kundin. Ich hab's gesehen und gehört. Und zwar mit System. Und mich wollen sie erledigen. Wenn du mir jetzt auch nicht glaubst, werfe ich mich sofort in die Elbe. Der Rischmüller. Ja, da wird mir einiges klar. Ach. Das ist sehr interessant. Sie wollte unbedingt deinen Job kriegen. Hat sogar extra Kurse in Observationstechnik gemacht. Das war alles gebombt. Dann hat Peters quergeschossen und sich für dich wegen deiner Bandscheibenoperation stark gemacht. Deshalb will die Rischmüller mich loswerden. Ich hab ja schon über Mobbing gelesen, aber sowas... Du bist ihnen im Weg. Kaufhausdiebstahl ist ein Geschäft, wenn man dabei nicht gestört wird. Mit der Rischmüller auf deinem Posten hätten die beiden in Ruhe arbeiten können. Ja, warum fährst du nicht dazwischen? Ach, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich höre Ernst. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Kundin, die klaute, dass sich die Balken fugen. Aber die Geschäftsleitung wollte keine Anzeige erstatten. Warum? Sie war die Frau des Polizeipräsidenten. Jedenfalls stand ich vor der Alternative, Rauschmiss oder Klappe halten. In meinem Alter werden einem die Jobs nicht mehr nachgeschmissen. Naja, und die Versicherung zahlt doch sowieso. Ich werde Herrn Peters informieren. Das würde ich lieber bleiben lassen. Oder willst du dir gleich deine Papiere abholen? Aber du bist doch mein Zeuge. Was? Zeuge? Ich? Na, ich hab doch gar nichts gesehen. Du willst mir also nicht helfen? Morgen, Herr Kurslack. Morgen. 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 Morgen, Herr Kurslack. Moin, Professor. Morgen, Sibylle. Morgen, Hedrut. Was macht der Rücken? Oh, wird schon. Sibylle? Was heißt denn Ladendieb auf Chinesisch? Ich kann kein Chinesisch. Langfing. Und Detektiv? Langfing Fang. Prost, schaffen Sie, Bille Päffkinchen. Vielen Dank, Hedrud Rischmüller. Herr Peters, bitte in den Monitorraum, Herr Peters. Arschloch. Fuchs? Aber was? Oh, Sie sind schon da? Ja, Herr Fuchs, was gibt's denn? Oh, Herr Peters, sehen Sie das bloß mal an. Die Päffken? Die Päffken. Klaut? Klaut. Oh, au, au, au. Ihre Tasche werfen. Peters, Herr Fuchs. Wir haben Sie beobachtet. Lassen Sie uns in Ihre Tasche sehen und der Fall ist erledigt. Herr Peters, Sie trauen mir zu, dass ich mich an Kaufhauseigentum vergreife. Da ist nichts drin. Aber, Fuchs, wir haben doch gesehen, wie sich Päffken Ware in die Tasche gesteckt hat. Das verstehe ich auch nicht. Bitte, ich verlange eine Entschuldigung. Oder trauen Sie mir zu, ich hätte die Beute in meinem Spind versteckt, um sie nach Feierabend heimlich am Pförtner vorbeizuschleusen oder sowas. Fuchs, kommen Sie mit. Sie auch, Frau Päffken. Huch, Entschuldigung.
Sie Rabras, wo ist Ihr Schrank? Nummer 38. 38 ist da. Nummer 38. Mhm. Schlüssel, bitte. Der Schlüssel. Den muss ich verloren haben. Nun machen Sie uns doch nichts vor. Das Schloss haben Sie doch nachträglich angebracht. Fuchs, öffnen Sie die 38. Das ist ein Eingriff in meine Intimsphäre. Quatsch. Überlassen Sie die rechtliche Beurteilung mir. Hier, Bolzenschneider. Gut, öffnen Sie den Schrank, Fuchs. Ah, Herr Peters, helfen Sie mir noch mal. Das erklären, Frau Päffgen? Was machen Sie denn an meinem Spind? Spind Nummer 38 ist also Ihr Spind, Frau Rischmüller. Ich glaube, da habe ich was verwechselt. Der hier ist meiner, Nummer 32. Leer. Wir gratulieren der Mitarbeiterin des Monats. Mein Glückwunsch, Frau Päffgen. Danke, Herr Peters. Gratuliere dir, meine liebe Sibylle. Danke, Ernst. Manchmal ist man besser, als man denkt. Tschüss, ich muss los. Warte doch mal. Ach bitte, Karin, zupf doch nicht immer gleich an mir herum. Das passt aber nicht zu dir, Schatz. Ich weiß, du meinst es lieb, aber lass mich das bitte lieber selber entscheiden, ja? Komm, sei nicht albern. Mit 20 mag das ja noch als charmant hingehen. In deinem Alter wirkt es einfach verwahrlost. Ein hochstehender Mantelkragen ist noch kein Zeichen von Verwahrlosung, auch nicht in meinem Alter. Weißt du, langsam erinnerst du mich immer mehr an meine Mutter. An deine Mutter? Ja, die hat auch immer so an mir herumgezupft. Wieso? Das tue ich doch jeden Morgen. Ja, eben. Ich habe das schon als Kind gehasst. Ich achte eben auf dich. Aber bitte, wenn einem das so ausgelegt wird. Karin, stell dir bitte vor, ich würde dir jeden Tag sagen, wie du dich anziehen sollst. Wieso? Gefalle ich dir nicht? Nein, das habe ich nicht so gemeint. Also tschüss. Ich rufe dich an, falls es später werden sollte. Küsschen. Küsschen. Meinem Mann, das er mir gefällt? Allein schon der Schnitt und die Farbe. Gehen Sie doch mal ans Tageslicht damit. Ja. Das Material ist sehr schön. Und hervorragend verarbeitet. Später noch mal wieder. Wiedersehen. Komisch.
Warst du den ganzen Tag im Gericht? Nein, nein, im Büro. Ein Termin nach dem anderen. Ich hatte keine freie Minute. Dann warst du gar nicht an der frischen Luft? Nein, keine Chance. Georg wollte mich mit ein paar Geschäftspartnern zum Franzosen mitschleppen, aber konnte ich zum Glück noch abwenden. Nicht zum Franzosen. Wieso? Du hättest doch einfach einen Salat essen können. Mit Croutons auch noch. Danke. Also du hast dich auch manchmal. Karin, bitte. Ist ja gut. Ich habe nichts gesagt. Ist was, Schatz? Sag mal, Schatz, du bist doch nicht etwa noch sauer wegen heute Morgen? Nein, nein, Schatz, gute Nacht. Gute Nacht. Küsschen. Küsschen. Sorge, ich komme immer hoch. Gut. Was ist denn passiert? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Mein Wagenheber ist weg. Ausgerechnet jetzt habe ich eine Panne, wo ich dringend verabredet bin. Warten Sie, ich gebe Ihnen meinen. Das ist aber nett. Übrigens, ich heiße Jana. Und du? Ich bin Karin. Karin? Das war Zufall. Wieso Zufall? Ach, weißt du, mein... Ich glaube, ich beeile mich lieber. Hoffentlich nichts Wichtiges. Deine Verabredung. Wenn ich nicht pünktlich zu Hause bin, steht mein Liebster vor der Tür und weiß nicht, wo ich bin. Ruf ihn doch an. Ich habe ein Handy. Geht nicht. Nein. Der Mann ist verheiratet und seine Firma darf ich nicht anrufen. Ach, ihr seht euch immer heimlich. Mehr oder weniger. Was auch seine Vorteile hat. Für ihn. Oder für dich? Für beide. Welche für dich? Kein Wo warst du oder wo gehst du hin und den üblichen Nerv, den man sonst mit Kerlen hat. Ich verstehe. Da ist ein verheirateter Mann unkompliziert. Der ist versorgt und stellt keine Ansprüche. Genau. Und seine Frau? Die eigene Frau erfährt das sowas nicht. Sie bekocht ihn, bügelt seine Hemden und passt auf, dass das Konto nicht überzogen wird. So eine richtige Mutti eben. Spricht er so von ihr? Da ist er ganz Gentleman. Über die Lady kein Wort. Aber ich bin sicher, sie interessiert sich nicht für ihn. Wenn die wüsste, was für einen witzigen, talentierten und gut aussehenden Mann die hat, dann müsste ich mich jetzt nicht so beeilen. Das ändert sich gleich, Päppchen. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja doch noch. Ja, na. Du hast da noch ein Problem. Welche Frau hat denn zwei Ersatzreifen im Kofferraum? Was wird jetzt aus deinem Date? Mein Date, das kann ich mir jetzt in die Haare schmieren. Fährst du mich zur Tankstelle? Das mache ich. Aber dann muss ich schnell los. Ich hab noch was vor. Es tut mir so leid für dich und deine Verabredung. Hallo, Schatz.
Karin? Theo, ich dachte, du kommst später. Ich konnte mich schon loseisen. Du warst beim Friseur. Gehst du aus? Gefällt's dir? Schatz, ich gehe mit Gabriele zum Domingo-Gastspiel. Zum Domingo? Warum hast du mir das nicht gesagt? Da komme ich doch mit. Du, ich bin nur durch Gabriele an das Ticket gekommen. Das Konzert ist total ausverkauft. Oh. Seit wann interessierst du dich für Oper? Ach, für Musik immer. Domingo, das wäre doch mal was. Naja, dann kriege ich wenigstens was zu essen. Küche bitte, Mikrowelle. Kannst dir was warm machen, wenn dir danach zumute ist. Ich muss los, Schatz, das Taxi, Küsschen. Küsschen. Jana? Ja, wo warst du denn? Ach so. Du, stell dir vor, ich komme jetzt nach Hause und ich bin hier ganz allein. Ich weiß auch nicht, wieso. Nee, also ich glaube, dazu ist es jetzt zu spät. Ich habe über deine Situation nachgedacht, Jana. Irgendwie hast du doch gar kein richtiges Leben mit deinem Liebsten. Die paar Stunden, die ihr gemeinsam habt. Immer schaut er auf die Uhr, damit er pünktlich zu Hause ist und seine Frau nichts merkt. Wirf ruhig fester und ganz locker. Egal, was ihr gerade tut. Wenn er los muss, muss er los. Dafür freue ich mich aufs nächste Mal. Und die Wochenenden und Feiertage? Verbringt er mit seiner Frau. Und was machst du in dieser ganzen Zeit? Ich gehe ins Kino. Möchtest du ihn nicht mal einen ganzen Tag für dich? Doch, schon. Aber wir sind noch nicht so lang zusammen. Wie lang denn? Ein Vierteljahr. Für Weihnachten. Nimm dir auf jeden Fall was vor. Fahr weg, geh Skilaufen oder mach sonst was. Weihnachten und Ostern sind mir wurscht. Jana, tu was. Frag ihn, wie ernst er dich nimmt. Wofür du deine Opfer bringst. Karin, das haut ihn um, wenn ich ihm solche Fragen stelle. Karin, wo kommst du denn her? Du zu Hause? Ist heute nicht dein Herrenabend? Ich hatte keine Lust. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht gekocht. Was habe ich gemerkt? Du wirkst so niedergeschlagen. Ich habe mich gestritten mit Georg. Du und Georg gestritten? Ja, ich wäre zu oft im Gericht, zu selten im Büro. Ich hätte nie Zeit für ihn. Immer würde ich auf die Uhr schauen und von Termin zu Termin hetzen und so weiter und so weiter. Das klingt gar nicht nach Georg. Sag ihm, das tust du für die Kanzlei. Ja, bevor das ein schlimmeres Zerwürfnis wird. Habe ich ihm gesagt. Vielleicht übernimmst du dich wirklich. Siehst richtig blass aus, Schatz. Echt? Mhm. Gestern haben wir uns zum ersten Mal fast richtig gestritten. Er sollte mal was länger bleiben und ich wollte mal was gemeinsam unternehmen. Das hat ihm nicht gepasst. Er hat fluchtartig die Wohnung verlassen. Jana! Du gehst das falsch an. Wenn Männer was nicht abkönnen, dann sind es heikle Themen. Mach's ihm gemütlich. Koch ihm was Schönes. Kochen ist die Domäne seiner Frau. Da konkurriere ich erst gar nicht. Na ja, dann bestellst du eben einfach etwas in einem guten Restaurant. Sag mal, wie viel willst du mir denn noch draufpacken? Oh, entschuldige bitte.
Hättest du doch was gesagt. Ich werde immer unzufriedener. Dabei war ich wirklich glücklich. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was wird. Du willst, dass er sich für dich allein entscheidet. Nee, also wirklich, nein. Doch. Die Frage stellt sich zwangsläufig. Sprecht ihr nie darüber? Nein. Davor hätte ich ja selber Schiss. Verstehe. Du hast Angst vor der Antwort. Dass er dich wahrscheinlich doch nicht für immer will. So richtig mit allem drum und dran? Ich weiß nicht. Und warum sollte er sich nach 20 Jahren Ehe so einfach scheiden lassen? Er hat doch alles, was er will. Ja, ja. Solange du das Spiel mitspielst. Mensch, Karin, was ist bloß aus unserer alten Jana geworden? Ach, Jana. Es ist doch kein Wunder, dass du todunglücklich bist. Tja, wenn du immer nur an zweiter Stelle kommst und er die wirklich wichtigen Dinge mit seiner Frau macht und nicht mit dir. Wochenendhaus, Reisen, Familienfest. Jetzt hör bitte auf, Karin, du machst mich ganz depressiv. Also, Theo. Ja? Die finde ich beim Aufräumen. Meine alte Trompete. Und die ganzen Mitspielplatten. Also, die vergammelt da bloß im Schrank. Vielleicht sollten wir eine Anzeige aufgeben. Du spielst ja doch nicht mehr. Komm, Karin, die hast du doch extra für mich so schön neu poliert. Hm? Schau mal, das Heidentrompetenkonzert. Mein Gott, wie oft habe ich das gespielt? Ja, ja. Wie die Nachbarn sich beschwert haben. Wir wären wegen der Trompete fast rausgeflogen. Unsere Bude war ja auch extrem hellhörig. Erinnerst du dich noch an die alte Schleppke? Die intrigante Ziege? Die Tür immer einen Spalt auf, wenn man mal beschwipst nach Hause kam. Ja, bis ich sie mal so erschreckt habe, dass sie sich nicht mehr getraut hat. Die Arme musste dann immer durch den Spion gucken, um was mitzukriegen. Den habe ich ihr dann auch zugemalt. Und dann kam vom Vermieter die zweite Abmahnung. Aber die habe ich sowas von abgeschmettert. Für einen Studenten ganz schön frech. Hm. Mietsachen mache ich leider auch kaum mehr. Naja, du klingst ein bisschen eingerostet. Ja, vielleicht lasse ich es doch lieber. Ich fände es wunderschön, wenn du wieder spielst. Ach, Theo. Karin. Bevor ich es vergesse, ich fahre nächstes Wochenende mit Gabriele nach Prag. Da übst du. Nach Herzenslust. Du und Gabriele nach Prag? Ja. Sie behauptet, sie hätte Karten fürs Michael Jackson-Konzert, aber Prag ist auch so wunderschön. Du warst doch fürs Wochenende mit Georg verabredet. Ja, in Husum. Ich dachte, du kommst vielleicht mit. Wozu? So ein Männerwochenende tut euch beiden mal ganz gut. Da regelt ihr in Ruhe eure Differenzen. Was für Differenzen? Ach so, die. Ja. Ja, vielleicht hast du recht. Jana! Mensch, Karin, stell dir vor, mein Theo hat sich ein ganzes Wochenende für mich freigeboxt. Dann aber nichts wie ran an den Fall. Liebe geht durch den Magen. Du, sag mir doch mal ein richtig gutes Restaurant, das auch nach Hause liefert. Oh ja, da weiß ich einen ausgezeichneten Franzosen. Französisch? Das war der bestimmt, das ist sein Stil. Mensch, Karin, wenn ich dich nicht hätte... Thank you.
Bravo, Schatz. Hallo. Da bin ich wieder. So früh habe ich dich gar nicht erwartet. Ich dich auch nicht. War's nicht nett mit Georg? Habt ihr euch wieder gestritten? Georg nervt. Er will, dass ich den Vorsitz im Club übernehme. Möchte mir die zweite Geige spielen, wie er sagt. Heute früh hat er wieder damit angefangen. Da habe ich die Schnauze voll gehabt und bin weggefahren. Nach Hause. Ich hoffe, du hast einen Ersatzreifen. Was machst du denn hier? Dieses Foto ist ihm am Wochenende aus der Brieftasche gerutscht. Passt aber bei mir in keinen Rahmen. Vielen Dank für deine guten Ratschläge. Französische Küche kommt super bei Theo. Mensch, Jana. Ich bin seit 20 Jahren seine Frau. Du hast mir klargemacht, dass ich es auch in 30 Jahren noch sein will. Ich möchte mit meinem Mann alt werden. Gleich sagst du mir, ich soll mir einen gleichaltrigen Partner suchen. Ich glaube, ich gebe dir besser keine guten Ratschläge mehr. Jana, komm doch mal. Warten. So schwer. Wagenheber. Hier. Kannst du mal hier halten, bitte? Ja. Kann ich irgendwie helfen? Nein, nein, lassen Sie nur. So was kann sie, da hat sie Übung. Ah ja? Eigentlich kann das die Lady auch allein. Ist nämlich ihr Wagen und nicht meine. Das ist gut. Ich habe nämlich eine dringende Verabredung. Glaube ich. Nehmen Sie mich mit in die Stadt? Na klar. Endlich mal ein Kavalier. Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Was denn? Heute Abend hatte ich doch eigentlich eine Sitzung. Und? Hatte ich aber eigentlich nicht. Was hattest du denn? Eine Verabredung. Aha. Die habe ich aber abgesagt. Die nächsten gleich mit. Und darüber bist du froh? Sehr froh. Ich liebe dich. Es ist wunderschön, dass du mir das alles erklärst, Theo. Ich liebe dich auch.